Herr Beigeordneter Stüdemann, Herr Landesdirektor, Frau Landesrätin, Frau Präsidentin und Landtagsabgeordnete, vor allen Dingen aber verehrte Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer, Lehrerinnen, Lehrer, Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Nicht Annabelle möchte ich jetzt zitieren, sondern Ihnen ein Kompliment machen, dass Sie offensichtlich die Neugier gepackt hat. Die Neugier auf Bildungspartnerschaften, die Neugier auf das Thema Lesen und Lernen. Und der Punkt ist mir sehr wichtig, darüber möchte ich eigentlich heute fast nur reden, über diesen einen Punkt. Denn, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zuallererst einmal ganz herzlich danken für Ihr Engagement und dass Sie sich haben infizieren lassen von diesem Virus der Bildungspartnerschaften und dem, was darin steckt und Sie offensichtlich neugierig gemacht hat. Vor 2 Jahren waren es knapp die Hälfte, habe ich mir sagen lassen. Und inzwischen haben auch insgesamt die Anzahl der Schulen und die Anzahl der Bibliotheken sich weit mehr als verdoppelt. Und ich finde, wir sollten uns mindestens eine Verdoppelung auch für die nächsten 2 Jahre, gerechnet aber vom heutigen Status aus, zum Ziel setzen, dass mit dann doch 80% der kommunalen Bibliotheken jedenfalls und 22, vielleicht auch 25% aller Schulen in Nordrhein-Westfalen mitmachen. Ihnen jedenfalls ein Dankeschön, denn ich weiß, welche Belastungen Sie haben. In Schule vor Ort, aber auch in den Bibliotheken. Denn ich weiß, als Kommunaler, der ich das noch bis vor 2,5 Jahren war, wie knapp bemessen die Personaldecke viel zu knapp überall in den Bibliotheken unseres Landes ist. Und in den Schulen gilt Ähnliches für die zusätzlichen Belastungen, die auch hier auf alle Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren zugekommen sind. Dass Sie trotzdem hier sind, finde ich fantastisch. Und bitte tragen Sie diesen Gedanken auch weiter. Und tragen Sie auch weiter, meine Damen und Herren, dass es eben um mehr geht, als lediglich darum, PISA zu bewältigen, das heißt zu besseren Zahlen bei der nächsten OECD-Studie zu kommen. Das wird wahrscheinlich Ihr allererster Verdacht gewesen sein. Wir in der Landesregierung sind bei diesem Programm zwar auch an besseren künftigen PISA-Zahlen interessiert, aber der entscheidende Unterschied ist, wir glauben, dass man zu besserer Lesefähigkeit, auch zu besserer Rechen- und Schreibtätigkeit und so weiter, das heißt insgesamt in den kognitiven Bereichen unserer Bildung, zu besseren Ergebnissen kommt, wenn wir auch die emotionale Seite und die ästhetische Seite, also die kulturelle Seite von Bildung, nicht aus dem Auge verlieren, sondern vielleicht jetzt auch etwas stärker in den Mittelpunkt unserer Betrachtung nehmen, als wir das in den letzten 60 Jahren der Nachkriegszeit getan haben. Wir haben sehr einseitig auf die Ausbildung des kognitiven Bereichs in unserem ganzen Bildungswesen gesetzt und haben vor lauter Bewältigung der sogenannten 1961 von Picht ausgerufenen Bildungskatastrophe gar nicht gemerkt, dass wir längst eine ästhetische Bildungskatastrophe ausgerufen haben, verursacht haben, dadurch, dass wir uns nur auf den kognitiven Bereich konzentriert haben. Inzwischen wissen wir, und deswegen ist es so wichtig, dass zwischen Lesen und Lernen auch ein Punkt ist, dass zum Beispiel Lesen sehr wohl auch ein emotionales Erlebnis sein kann und der Spaß am Leben, am Lesen, der Spaß am Entziffern auch anderer Schriften bis hin zum Entziffern auch von Bildern und Zeichen sehr wohl über emotionale Erlebnisse kommen kann.
Und bei einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser, wo aber auch Kinder dabei waren, hat vor 1,5 Jahren einmal ein 8-jähriger Junge auf meine Frage so unglaublich treffend die Antwort gegeben auf meine Frage: Was ist für dich denn der Unterschied zwischen Lesen und Fernsehen? Und die Antwort war: Beim Lesen kann ich mir die Bilder selber im Kopf machen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine solche Aussage ein ganz entscheidender Hinweis ist, dass das Lesen eben auch ganz andere Gedankenketten, auch übrigens durch die ausschließliche Beanspruchung zunächst einmal nur eines Sinnes, nämlich des Sehsinnes, beim Lesen so viel Potenzial, das beweist übrigens auch inzwischen die Hirnforschung, dass eben die Fantasie in ganz anderer Weise angeregt wird. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir in heutiger Zeit nicht hier das Buch vernachlässigen oder hier eine anti-neue Medienhaltung einnehmen, sondern dass wir, wie es eben die Medienberatung der Landschaftsverbände so wunderbar praktiziert, hier beides gleichermaßen sehen und beides als ein Medium sehen, bei dem es um Lesen und Entziffern geht und wir keinen Unterschied machen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und deswegen haben wir uns verstärkt auch seitens der Kultur nunmehr auch finanziell dieser Initiative weiter gewidmet, unsere Anstrengungen verstärkt, wie wir übrigens insgesamt das Bibliothekswesen, ich glaube die Ausgaben fürs Bibliothekswesen inzwischen im Lande mehr als verdreifacht haben, den Kulturetat übrigens wegen dieser Bedeutung von kultureller Bildung, wegen dieser Bedeutung auch von ästhetischer Erziehung, deswegen auch unseren Kulturetat insgesamt in dieser Legislaturperiode verdoppeln. Und weil wir gerade die Arbeit der Bibliotheken zusammen mit den Schulen, genauso wie zusammen mit den Kindergärten, für so elementar wichtig halten, haben wir auch vor, und ich glaube, dazu wird vielleicht auch Frau Landtagsabgeordnete Brunert Jetter, die nämlich hier die Initiative ergriffen hat, aktiv zu werden, werden wir hier vermutlich noch mehr, als wir ohnehin schon als Regierung veranschlagt haben, im nächsten Jahr dazu bekommen, unter anderem für diese Zwecke, um die es hier bei diesem Kongress geht, sodass wir im nächsten Jahr verstärkt fördern können und damit vielleicht einen Schritt weiter sind auf dem Wege, meine Damen und Herren, der Verdoppelung bis zum nächsten Kongress im November 2009. Lassen Sie mich Ihnen noch einmal in einem Satz deutlich machen, was im Moment Priorität Nummer 1 in der Landeskulturpolitik ist, nämlich die Überzeugung, dass Bildung nicht nur aus dem Erlernen kognitiven Wissens besteht und dem Erlernen des Anwendenkönnens dieses Wissens, sondern dass es darum geht, mit allen Sinnen wahrnehmen zu können und zwar selbstbestimmt wahrnehmen zu können. Wir unterschätzen, wie fremdbestimmt etwa auch durch Fernsehen und andere Medien unsere Wahrnehmung ist. Wir müssen wieder lernen, selbstbestimmt wahrzunehmen und auch uns anders auszudrücken als durch die gesprochene Schriftsprache oder die Zahl, die Sprache der Zahlen. Es gibt eben auch die Möglichkeiten, sich durch Lyrik, durch Gesang, durch Darstellung, durch Malen, Zeichnen, Bildhauern, durch Tanzen etc. auszudrücken, eben durch alle Kunstformen, die der Mensch sein eigen nennt, und dass das genauso zur Bildung gehört und eben die ästhetische Seite und die kognitive Seite auch in unseren Gehirnen
gegenseitig sich beeinflussen und auch befruchten können. Auch das hat Hirnforschung inzwischen erwiesen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, dass Sie auf diesem Kongress nochmal, so es überhaupt erforderlich war, neugierig gemacht werden, angesteckt werden von der Neugierde und meinetwegen uns als Regierung auch in die Zange zu nehmen mit den Worten von Annabel: mehr, mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich habe eines vergessen zu sagen, dass ich nämlich an der Podiumsdiskussion jetzt nicht teilnehmen kann. Nicht, weil ich Podiumsdiskussionen nicht besonders lieben würde, das ist zwar auch der Fall, aber, meine Damen und Herren, das ist das Schicksal, wenn die Kulturpolitik eben an der Spitze angesiedelt ist beim Ministerpräsidenten. Und den muss ich jetzt bei einer anderen Veranstaltung plötzlich vertreten, weil er wiederum einen anderen, noch wichtigeren Termin dazwischen bekommen hat. Und deswegen ist viel besser auf dem Podium in meiner Vertretung Frau Möllers vertreten. Die hat nämlich wirklich Ahnung vom Thema. Ich bin da ziemlich halb gebildet. Dankeschön.